Ich hatte mal eine Phase, da habe ich versucht, wirklich immer zu beten. 24 Stunden, ja. Nur Brabbel, Brabbel, oh Jesus, Schandarasser und dann auch so Sprachengebet und alles Mögliche. Ja. Und das war doch, im Rückblick war das ein bisschen sick. Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Authentisch, praktisch, gut, gut. Gut natürlich in der Ausgabe 168. 168 Episoden bereits. 242 habe ich gesehen, mit der heutigen 143 online. Mit ganz vielen tollen Sachen, wie zum Beispiel Michael und Steve, wenn dir die beiden gefallen, die Corona-Verschwörung, ein Geheimtipp für alle Hörer, die Michael und Steve lieben. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, weil dadurch bekommen wir mehr Reichweite oder Sichtweite, kann man das so sagen? Nee, Sichtweite eigentlich nicht, Sichtbarkeit. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du diesem Podcast 5 Sterne geben würdest und bei Apple eine Bewertung abgibst. Und das macht wirklich einen Unterschied. Ein anderer Podcast hat es mal getestet und die haben es geschafft, noch weiter hinauszureichen in die Welt. Apropos hinauszureichen. Es hat mich der ERF angeschrieben und das habe ich, glaube ich, schon bei dem kompletten Interview mit Nadine gesagt. Der ERF hat uns angeschrieben und uns gefragt, dachte ich, ob Michael und Steve nicht eine eigene Sendung haben wollen. Okay, ich sage euch, wie es war. Ich habe eine EAF-E-Mail bekommen und es stand nur da, lieber Steve oder lieber Michael, lieber Steve. Und ich dachte mir, Alter, wir machen jetzt hier EAF-Fernsehshow. Naja, aber es hat sich herausgestellt, der ERF hört tatsächlich auch die Macht der Worte. Herzlich willkommen auch der ERF. Und hören sich ab und zu mal die Interviews an, die wir haben, weil wahrscheinlich bald Nadine zu Gast sein wird beim ERF Yes. Und Andreas Hahn, der über Verschwörung gesprochen hat, aber auch über sein Krebserkranken, kann man das so sagen, seine Krankheit. Und Tatjana, die weiße Magierin, alles sehr interessante Interviews, auch Jermaine Dobbins und Betulla. Also ihr seht, wir sind hier Trendsetter. Wenn ihr bald alle im Fernsehen seht oder eben auf dem YouTube-Kanal vom ERF, dann denkt einfach an die Macht der Worte und denkt euch, zuerst gehört bei die Macht der Worte. Genau, ich wollte euch ja, habe ich euch letzte Woche versprochen, kurz über meinen Urlaub erzählen. So spektakulär war es gar nicht. Wir sind ja im Juni mal campen gegangen, kurz bei Koblenz in der Nähe. Sehr schöne Stadt übrigens, wer daher kommt. Ich beneide euch sehr. Und dann dachten wir fahren noch im Juli nach Schweden 3 Wochen. Ja, und wir sind eine Stunde losgefahren. Und nach der Stunde, da waren wir auf der Höhe Bayreuth, falls jemandem das etwas sagt, ist unser Auto stehen geblieben mit überhitztem Motor. Und unsere Wasserpumpe war kaputt. Und wir haben einen Bus und haben einen Golf bekommen vom ADAC. Übrigens, unbezahlte Werbung hier. Schaut, dass ihr ein ADAC-Abo abschließt, weil das hat uns einiges an Kohle gekostet. Zwar nicht die Reparatur, aber das ganze Abschleppen und so weiter, haben wir uns sagen lassen, ist relativ teuer. Genau, auf jeden Fall war dann der Urlaub gegessen. In der 2. Woche wurde ich dann auch noch krank. Und so haben wir Heimaturlaub gemacht und unsere Tränen getrocknet im Freibad. Nee, es hat ja geregnet. War ja auch nicht so schön. Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir relativ dankbar. Und eins wollte ich noch sagen, falls ihr Kinder habt, lernt denen christliche Kinderlieder oder auch Erwachsenenlieder, weil wir saßen da an der Werkstatt und haben auf die Werkstattleute gewartet, beziehungsweise auf das Urteil oder die Diagnose, was mit dem Auto los ist. Und meine große Tochter saß da und hat gesungen: Hast du heute schon Danke gesagt für so viele tolle Sachen? Und zwischen Tränen kam mir ein leichtes Grinsen,
das Dankbarkeit gezeigt hat, aber auch ein bisschen so halt die Schnauze. Naja, okay. Jetzt geht's los. Und zwar haben wir immer noch Daniel Harter bei uns, der ja sein Buch über Lobpreis rausgebracht hat. Und er spricht darüber, was man machen kann, wenn einem der Lobpreis nicht taugt in der Gemeinde. Ist ja meistens nicht so. Die meisten haben ja Urban Life Church Style und Qualität in ihrer Gemeinde wahrscheinlich. Aber manche, wie ich zum Beispiel, nicht. Und Michael und Steve reden tatsächlich auch über Lobpreis und genau über dieses Thema. Also Daniel, falls du das hörst, hör einfach 5 Minuten länger und dann weißt du, welches Problem ich habe. Dann haben wir Unlust, das Thema über Sex, und es wird privat, meine Damen und Herren, und ich darf euch schon verraten, nach diesem Topic mit im Dreigespann haben wir nochmal, meine Frau und ich, ein Topic, wo Manuel uns interviewt tatsächlich, und da geht es auch ziemlich privat und persönlich zu, also wir legen hier alles offen, bitte behaltet es für euch. Und Martin Dreier spricht über Depression, Panikattacken und ja, wenn der Hass aus den eigenen Reihen kommt von uns Christen. Wir sind schon manchmal ein komisches Volk. Genau. Übrigens habe ich mich hier getroffen nochmal mit Martin und Andi, die über die Volksbibel gesprochen haben, und es wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Danke da für eure Fragen und eure Anregungen, die ihr uns geschickt habt. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Die Macht der Worte in der 168. Ausgabe. Gott segne euch. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wachsende Anbetung heißt dein Buch. Hi Daniel. Guten Tag, Hallöchen zusammen. Ja, und wir reden da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und ich habe euch ja versprochen, jetzt gehen wir mal in die Bibel, weil man kann ja auch keinen christlichen Podcast haben und über Lobpreis reden, ohne mal in die Bibel geschaut zu haben. Wir reden so ein bisschen über die Kraft in der Anbetung. Was denkst du denn, was wir mit dieser Kraft der Anbetung zu tun haben? Also ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel darüber, wie wir eine Kultur von Anbetung in unseren Kirchen bauen können oder wie sie vielleicht auch verändert werden kann. Weil ich merke, manche Gemeinden sind in so einem Umbruchprozess, wo sie sagen, okay, die junge Generation, die wünscht sich das total, dass wir eine stärkere Anbetungskultur haben. Mhm. Und wie schaffen wir das jetzt, dass die Gemeinde diesen Herzschlag irgendwie mitkriegt? So. Ja. Und ich merke, da liegt ganz viel an guter Lehre, einfach zu sagen, okay, lass uns doch mal ein paar biblische Beispiele angucken. Und ich glaube, wenn eine Gemeinde das verstanden hat, welche Kraft darin liegt, wenn wir Gott loben, ich glaube, dann wird sich die Kultur verändern. Dann werden Menschen von alleine sagen, so, wir brauchen das. Ja. Und ich habe da so ein paar Lieblingsgeschichten in der Bibel, die ich viel und lang gelesen, angeguckt habe. Und ich finde zum Beispiel Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16, ist so ein Klassiker. Und da steckt für mich die ganze Bandbreite an Theologie drin. Also zum einen natürlich der Knaller, dass die um Mitternacht irgendwie die Gitarre rausholen und so groß ist der Herr anstimmen. Ja. Obwohl sie gerade ausgepeitscht wurden, im hintersten Gefängnis in solche Holzblöcke eingeschlossen wurden, so, die konnten sich überhaupt nicht bewegen, kein Zentimeter. Es war eine fiese Foltermethode, weil durch Muskelkrämpfe die Gefangenen halt quasi sich selbst gefoltert haben. Und in dieser Situation sind die beiden um Mitternacht und haben jetzt nicht die typische Worship-Crowd vor sich, so, sondern das sind irgendwie alles böse Jungs, die da ja zu Recht im Gefängnis sitzen und die vielleicht um Mitternacht auch keine Lust haben, da irgendwie Musik zu hören. Und das finde ich halt stark, dass die zwei sagen, so, und jetzt fangen wir an, Gott zu loben. Und da merke ich, also da, boah, da steckt so viel drin, auch merke ich auch als Musiker so, ich habe diese Punkte,
wo ich denke, boah, eigentlich, ich habe gerade keinen Bock so. Ich weiß, ich bin Sonntagmorgen dran, aber mein Gefühl sagt mir was anderes. So, ne? Ja. Und dann lese ich die Geschichte und das macht mir so Mut, dass die halt nicht nach ihrem Gefühl gegangen sind, vermutlich, sondern dass für sie Anbetung eine Entscheidung war, zu sagen, Gott verdient das, ob wir jetzt gerade, ob es uns gerade gut geht oder nicht, so, Gott verdient meine Anbetung. Und ich glaube, manchmal ist es purer Gehorsam, dem wir folgen. Aber die Kraft, die da drin steckt, ist halt so unglaublich, weil diese zwei gesungen haben, wird ein ganzes Gefängnis frei. So, die Mauern fallen ein, die Türen springen auf. Ja. Der Gefängniswärter bekehrt sich am Schluss, ist sogar evangelistisch, sein ganzes Haus wird getauft. So. Und es passiert so ein Change, dass diese Schwerverbrecher, die da sitzen, deren Tür geht auf und sie laufen nicht weg, so, wo du irgendwie denkst, okay, also der Heilige Geist hat die ganz schön geflasht. So. Und da merke ich einfach, es ist so eine Kraft darin, wenn wir anfangen, Gott zu loben. Die brauchen wir in unseren Gottesdiensten, weil ich glaube, das sind Menschen, die sind gefangen, die brauchen Freiheit. Und ich glaube, Anbetung kann ein Weg sein, wie wir Gottes Kraft erleben können. Und wie wir, jetzt rede ich mal zu den Lobpreisleitern hier, wie wir, selbst wenn wir nur zwei Gefangene sind, wenn wir uns entscheiden, gehorsam einen Schritt zu gehen, als Lobpreisteam, als Lobpreisleiter, glaube ich, kann es eine Kultur in der ganzen Gemeinde verändern und kann eine Kraft in unseren Gottesdienst bringen. Und Menschen werden frei, weil wir uns entscheiden, Gott zu loben. Also würdest du sagen, die Kraft der Anbetung rührt nicht aus Umständen? Weil ich hab dir die Frage gestellt, was ist, wenn der seinen Barré-Griff nicht spielen kann und singt eine halbe Oktave tiefer oder sowas? Ja. Kann ich trotzdem in dieser Zeit Gott erfahren und erleben? Ja. Also das ist ja das Spannende. Ich glaube, Paulus und Silas, die hatten keine Lichtshow, die hatten keinen Nebel, die hatten keine gut gestimmte Gitarre, die hatten keine Backing-Tracks, die hatten kein In-Ear-System. Und trotzdem hatte ihre Anbetung Kraft so. Und ich merke, manchmal habe ich das Gefühl, wir fallen so ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd, dass wir versuchen, all das durch irgendwie technische Raffinessen wettzumachen, was wir geistlich nicht bereit sind, wo wir geistlich nicht bereit sind, den Weg zu gehen. So, weil wir denken, so, so eine Stunde beten vor dem Gottesdienst, das ist mir zu anstrengend. So, lass uns lieber eine fette Lichtshow machen. So. Mal übertrieben gesagt. So, ne? Ja. Also klar ist es gut. Ich bin, wie gesagt, immer dafür, dass wir gute Musik machen und dass die qualitativ gut ist und dass das hilft und nicht ablenkt. Aber ich glaube, genau die Kraft von Anbetung steckt nicht in dem Akkord, den ich spiele, sondern in meinem Herzen, das sich nach Gott sehnt und sich nach Gott ausrichtet. Und ich glaube, immer da, wo uns das gelingt, ich glaube, da werden wir tiefe Anbetungszeiten erleben. Okay. Also es ist im Prinzip eigentlich ein Ausblenden. Also, weil wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der Lobpreis macht, ich stehe da drinnen und ich denke mir, Herr, hilf. dann ist es ein Wegschauen von den Umständen, die gerade da sind. Oh, das ist aber echt hart. Also, jetzt muss man ehrlich sein, ne? Wenn dir das mal passieren sollte, ich weiß nicht, ob das bei dir passiert ab und zu, wenn du irgendwo hingehst und du nicht Lobpreis machst. Ja. Aber, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du dann voll in der Anbetung, also keine Ahnung, ich kann mir da keinen vorstellen. Ja, ja. Ja, also natürlich ist der volle Kampf, bin ich ganz ehrlich. Und es gibt auch Zeiten, genau, wo ich dann frustriert irgendwie denke, boah Leute, so nehmt mal Unterricht oder schaut euch mal die Worship Masterclass an. Ich glaube, es würde euch helfen. Aber ich merke genau, da bin ich dann selbst in diesem Kampf und sage, okay, ich will aber erwarten, dass Gott zu mir reden kann, auch wenn die Musik schlecht ist oder auch wenn der Prediger schlecht ist, weil Gott ist nicht davon begrenzt, wie gut oder schlecht wir sind, so, sondern Gott kann zu mir reden, auch wenn die Umstände grottenschlecht sind. So, ne? Ja. Und trotzdem will ich natürlich immer dafür kämpfen, deswegen schreibe ich auch ein Buch, damit Leute wachsen und damit sie in ihren Gaben aufblühen können
Und dieses, da sind wir wieder bei der Bibel, dass wenn Gott uns 5 Talente gibt, dass wir aus diesen 5 nochmal 5 machen. Und wenn er uns nur 1 gibt, dass wir es nicht vergraben, sondern dass wir wenigstens nochmal 1 irgendwie daraus machen. Weil ich glaube, es ist so eine Chance und es ist so wichtig, dass wir, dass dieser Teil lebendig ist in unseren Gottesdiensten, dass wir da nicht einfach nur Lieder singen. Also ich versuche das in meinen Seminaren, das ist immer meine große Aufgabe, dass ich sage, ich will euch den Unterschied erklären zwischen Lieder singen und Anbetung. Weil ich merke, wir können auch einfach Lieder singen. Ja. Das funktioniert auch. Und aber ich glaube, es gibt noch mehr, als dass wir jetzt halt irgendwie 3 christliche Schlager hintereinander singen in G-Dur, Tempo 85, so, sondern genau. Okay. Aber es gibt noch ein paar andere biblische Geschichten, richtig, über Anbetung. Um dir den Ball mal ganz wieder zurückzuspielen. Ja. Damit wir auch bei der Bibel bleiben. Ich habe wirklich viele Lieblingsgeschichten. Eine, die eine ähnliche Kerbe schlägt wie Paulus und Silas, finde ich, ist diese Geschichte, wo König Saul diesen bösen Geist hat und seine Diener sagen, hey, such doch mal einen guten Musiker, der kann dann kommen und spielen, dann geht es dir besser so. Und dann sagt einer, hier, ich kenne einen, das ist der David, der kann nicht nur gut spielen, der ist nicht nur redegewandt, der Geist Gottes ist mit ihm, er sieht gut aus, so all, nimm den so. Ja. Und das finde ich schon mal cool, dass David eben ausgewählt wird, weil er ein guter Musiker war, so dafür war er bekannt, so er war der beste Harfenspieler im Land. Und dann kommt er an den Königshof und tatsächlich immer, wenn er spielt, flieht dieser böse Geist. Und das fasziniert mich so wahnsinnig, weil vermutlich hat er nur Instrumentalmusik gespielt. Vielleicht noch nicht mal gesungen. Und trotzdem, er spielt in der sichtbaren Welt ein Instrument. Eine E-Gitarre, ein Klavier, eine Oboe oder eine Querflöte. Und indem er ein Instrument spielt, passiert in der unsichtbaren Welt was. Und das finde ich so krass. Also als Musiker denke ich so, das ist die Kraft, die darin steckt, wenn ich mit dem Heiligen Geist zusammen Musik mache. Natürlich noch stärker, glaube ich, wenn wir anfangen zu singen und Wahrheiten auszusprechen und zu singen. Aber das sehe ich in dieser Geschichte. Und wieder das gleiche Prinzip. König Saul hat das Problem, aber der macht gar keinen Lobpreis, sondern der sitzt nur dick und fett auf seinem Thron und hört zu. Und trotzdem flieht bei ihm der böse Geist. Und David tut etwas für jemand anderen. Und es funktioniert so. Ne? Er dient jemand anderen. Und das gleiche Prinzip, glaube ich, kann Sonntagmorgen funktionieren, dass wir als Lobpreiser der Gemeinde dienen können und dass bei den Besuchern die bösen Geister fliehen, weil diese Kraft eben in der Anbetung steckt. Okay. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also David war gesalbt der Lobpreiser. Meinst du, dass Salbung nicht nur im Lobpreis steckt? Also mir wurde das mal gesagt, weil ich auch manchmal auf Demos oder sowas spiele oder irgendwelchen Veranstaltungen mit nichtchristlichen Liedern. Und dass, wenn du gesalbt bist von Gott, dass dann fast egal ist, ob du jetzt Lobpreis spielst oder ob du Katy Perry, okay, nehmen wir mal irgendwie einen harmloseren, Bon Jovi oder was weiß ich was spielt. Also meinst du, dass das so sein kann? Ich glaube schon, dass es was mit dem Inhalt der Musik zu tun hat, die wir spielen oder nicht spielen. Ich glaube, es funktioniert nicht mit jedem Song, dass diese Kraft transportiert wird. Aber ich glaube schon, dass eine Salbung mit uns geht, egal wo wir hingehen. So. Und ich kenne viele tolle Beispiele von christlichen Musikern, die in der säkularen Welt unterwegs sind und die da einfach ein Riesenlicht, ein Scheinwerfer sind. Und dabei nicht immer Jesus, Jesus, Jesus singen und trotzdem diese Salbung eben mit ihnen ist oder wie auch immer man das nennen möchte, der Geist Gottes auf ihnen ist und Menschen das merken, dass da was anders ist, auch wenn sie jetzt nicht nur Halleluja singen.
Weil ich denke mir so, wenn du diese Salbung hast, ich springe gleich zu deiner nächsten großen Überschrift, die der Lobpreisleiter heißt, oder du hast noch einen anderen, also der Fachbegriff, oder der, umrissen ist es Lobpreisleiter, aber meinst du, zum Lobpreisleiten braucht man eine Salbung oder kann ich auch nur ein guter Musiker sein? Weil in charismatischen Kreisen ist es ja oft so, der ist gesalbt zum Predigen, der ist gesalbt zum Lobpreisen und weiß ich nicht, andere sind halt dann nicht so gesalbt und dann ist es halt auch nicht so toll. Da sind wir ja bei der großen Frage der Berufung. Also das gilt ja für alle Bereiche irgendwie, ist ja nicht nur Musik. Und ich sage Leuten immer, wenn es etwas gibt, wo du richtig gut drin bist, was dir sehr viel Spaß macht und bei dem andere Leute dir auch sagen, dass du es gut machst, dann ist das deine Berufung. Dann musst du eigentlich nicht länger suchen, weil ich glaube, Gott hat dich geschaffen und hat schon Dinge in dich hineingelegt, die du gut kannst und die dir Spaß machen und die du bitteschön benutzen sollst, um sein Reich zu bauen. So. Ja. Also weißt du, ich kenne die Leute, die sagen, es muss der unterste Weg sein, dann ist es vom Herrn so. Aber ich glaube halt, eigentlich darf ich das machen, was ich gut kann und was mir Spaß macht, zur Ehre Gottes. Und ich nehme gerne den dritten Punkt mit rein, eben auch das Feedback von anderen Leuten. So, wenn andere Leute mir das spiegeln, du machst das wirklich gut so. Und das dient uns. Ich glaube, dann bist du berufen, dann musst du nicht länger suchen und nicht tausend Ausreden haben, sondern sagen, so, wenn du das gut kannst, es dir Spaß macht und andere das auch sagen, bitte mach's so, dann leite Lobpreis und warte nicht auf irgendeinen Zettel vom Himmel, wo drauf steht, berufen zum Lobpreisleiter. Okay. Wir sind in dieser Woche tatsächlich schon wieder am Ende. Mensch, das geht immer so schnell. Schon, ne? Ist schön eigentlich. Schade, ne? Das ist auch ein gutes Zeichen, glaube ich, von der sehr guten Qualität. Also lieber Hörer, wenn es dir auch so schnell geht. Das ist eine sehr gute Qualität. Dann hör die letzten Wochen noch an. Genau. Richtig, und nächste Woche reden wir ein bisschen weiter über Leiter, weil da habe ich noch ein paar Fragen. Genau. Ansonsten danielharter.de kann man mal draufschauen. Da findet man auf Spotify alles, YouTube, diese und was halt alles so gibt. Genau, und man kann dich auch da buchen, glaube ich, ne? Weil du ja jetzt auch viel über die Seminare gesprochen hast. Du bist genau, da könnt ihr auf lobpreisleiter.de gehen, da sind die Seminare ausführlich erklärt und was ich so mache. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Michi, unser Lieblingsthema heißt? Wir lästern über unsere Gemeinde. Das auch. Lieder, nicht über. Musik. Was? Musik, ja. Musik, ja. Das stimmt ja. Und mir ist da neulich mal was aufgefallen. Und zwar habe ich gemerkt, wenn man ganz, ganz alte Lieder wieder neuen Lobpreis hineinbringt. Denkt jeder, die sind neu. Richtig. Das ist praktisch. Das ist sehr gut. Kreislauf. Und das ist uns neulich passiert im Gottesdienst. Ganz alte Lieder. Und da konnte man so auch ein wenig unterscheiden, wenn man sich umgeschaut hat, wenn man gerade nicht in der Anbetung war. Wer ist jetzt hier eigentlich erst 5 Jahre hier und wer ist schon 10 Jahre da? Wer ist schon über 50 Jahre Christ? Da erinnere ich mich sogar dran. Ja, wie ging es dir da, Michi, wie das so war? Naja, das ist so eine Mischung aus Nostalgie natürlich, ja. Ja. Und ein bisschen Sorge auch ums eigene Gedächtnis, weil ich gemerkt habe, man merkt, das ist so ganz auswendig, kenne ich es doch nicht mehr wie früher. Ja. Und schon auch ein bisschen so, oh nein, man muss doch irgendwie sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Das stimmt. Jetzt hab ich aber eine Frage, weil ich habe mal neulich einen Lobpreisabend gestaltet, wo du auch da warst. Und da habe ich auch ein sehr, sehr altes Lied, das hast du gesagt, das hast du in deiner Jugend oder Kindheit schon gesungen. So groß bist du. Ja. Heißt das so? So groß bist du, so groß bist du. Da braucht man immer ein bisschen rumänischen Akzent, finde ich, wenn man da so alte. Ah, ist schön. Genau, und da habe ich mal meine Verneuerungskeule ausgepackt und es ein bisschen grooviger gespielt. Darf man das? Weil das hätte ja der Kollege auch machen können an dem Sonntag, dass er da die 20 Jahre alten Lieder ein wenig anders spielt.
Wobei. Könnte man machen. Für mich ist trotzdem ein Unterschied, Steve, muss ich sagen, ob man so richtig alte Choräle, sage ich mal, ja, wie dieses Lied, ja. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, ist ja das, was du, oh meine Güte, das mir sofort einfällt. Das haben wir wieder schon bei der Erweckung mit Spurgeon 1732 gesungen. So alter Choral ist für mich was anderes als irgendwie so Jugend mit einer Mission Lied von 1975 oder so. Ja. Und deswegen finde ich so, die alten Choräle wieder hochzunehmen und vielleicht ein bisschen zu refreshen, hat für mich echt eine Qualität, ja, und macht Spaß und gut, und es sind auch großartige Texte oft. Das stimmt. Ja, diese alten Choräle mit vielen Strophen, und wenn du da manchmal noch weißt, was der Mensch alles so durchgemacht hat, und dann hat er das geschrieben und hat, oh du großer Gott, geschrieben, da ist so viel Inhalt drin, und ich muss ehrlich sagen, manchmal, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie so einen einstrophigen Chorus, wir haben ja Chorus-Singen immer früher gemacht, ja, ob man das jetzt irgendwie so frischer machen muss, ich weiß es nicht. Andererseits ist schon auch ganz schön, wenn man auch solche Lieder mal wieder singt. Ja, das stimmt. Ich muss da manchmal an welche denken, so noch von früher. Oh lieb, oh Gottes lieb, oh lieb, oh Gottes lieb, dass Gott liebt einen Sünder so für mich, wie wunderbar ist solche Lieb. Halleluja. Aber wir wissen, das ist refreshing. Also. Das ist ja schon, das klingt, also wenn du das singst, Michi, vielleicht sollten wir das mal aufnehmen, bitte. Naja. Oder Violinenherz fragen, ob die das mal, oder wie heißen die? Heißen die so? Wailing Heart, ja, gibt's Wailing da. Wailing Heart. Ja. Da bist du ja großer Fan. Das sind ja auch, ich glaube, Deutsch-Russen, die dann wegen die alten Lieder wieder auffrischen. Mhm. Da müssten wir, meinst du, wir schaffen nächste Woche nochmal über den Lobpreis zu reden, weil mir ist da auch ein wenig was aufgefallen mit Lobpreis. Oder da haben wir bestimmt schon oft drüber geredet, dass es keine schnellen Lieder gibt, sondern immer nur so Mittel. Und da habe ich jetzt, und da teasen wir jetzt an für nächste Woche, eine Verschwörungstheorie. Weil, also, weil mit rechten Dingen kann das nicht zugehen. Nee, aber mehr dazu hört ihr nächste Woche. Die Macht der Worte. Revolution. Das Herz verdreht. Bei mir zu Gast Andrea Wegner. Hallo Andrea. Hallo. Elida, du bist auch schon da. Ich bin da. Wir sind die dritte Woche schon im Gespräch über Unlust im Bett, Sexualität und so weiter. Also falls du, liebe Hörer, jetzt erst reinhörst, dann bitte zwei Wochen oder zwei Episoden zurück. Da geht's weiter. Wir haben letzte Woche ein bisschen über ist mir entfallen, Elida, was war's? Mit diesem, man ist nicht jeden Tag gleich. Genau, man nicht jeden Tag hat man gleich Lust, manchmal morgens, manchmal abends. Mhm. Und wobei auch, da schon Präferenzen sind meistens. Das stimmt, ja, man weiß schon wann. Aber es ist nicht nur jeden Tag wegen anders, sondern die Dauer unterscheidet sich manchmal auch, oder? Naja, grundsätzlich ist es schon meistens eher so, dass die Männer nicht ganz so lang brauchen und die Frauen hätten es gerne ein bisschen langsamer. Ja, und das ist ja auch ein bisschen der Frust. Also oder macht Unlust ja auch, ne? Also da in dem Punkt wahrscheinlich öfter die Frauen als bei den Männern. Genau, dann zieht sich die Frau irgendwann zurück und sagt, ich würde zwar ganz gerne, aber so nicht. Mhm. Also weil es ihr zu kurz dann wird. Naja, der Mann, der hat das Vergnügen, ne? Der kommt dahin, wo er hin will. Ja, genau. Und für die Frau ist es dann aber irgendwie, also das kann so stark gehen, dass die Frau sagt, ich fühle mich hier benutzt. Okay. Ne? Der Mann hat da immer sein, der kommt zum Orgasmus, ich weiß gar nicht, wie man das schreibt, ich bin noch Meilen davon entfernt und dann fühle ich mich benutzt. Ne? Okay. Ich weiß jetzt nicht umgekehrt, das ist wahrscheinlich nicht ganz so. Aber grundsätzlich kann diese Gefahr bestehen. Ja. Ne? Und das ist halt das, dass man dann gucken muss, ja, wie gehe ich denn da damit um? Mhm. Dass da ein bisschen was, dass da was. Was zurückkommt. Ja, dass eine Gleichheit da ist. Aber jetzt mal so deine persönliche Meinung. Meinst du, dass da auch ein bisschen Egoismus beim Mann dahinter steckt? Also weil das ist ja eigentlich ein... Du bist der Mann. Ich bin nicht betroffen von dem Problem. Nein, Spaß.
ich kann es nicht sagen. Also, ich weiß nicht, weil das ist ja auch manchmal so, man. Natürlich macht jetzt kein Mann 8 Stunden lang seiner Frau den Hof, damit er abends oder früh, das geht dann nicht, aber dass er dann abends mal ran darf. Aber meinst du, dass ein Mann manchmal denkt, ich habe jetzt da so viel investiert, dass ich jetzt einfach kurz mal an mich denke? Weil ich habe der Frau ja schon so viel vorher geliefert, was wahrscheinlich die wenigsten Männer machen. Aber dass dann der Mann sagt, jetzt ist mal kurz mal 2 Sekunden wurscht. Lass ich mich mal gehen. Naja, ich meine, wenn der Mann da einfach in diesen 2 Sekunden das hat, was er haben will, ist das für ihn ja schön, aber er könnte ja danach mit der Frau weitermachen. Also bei jungen Männern klappt das durchaus. Okay. Und dann dauert es meistens auch ein bisschen länger. Das stimmt. Aber, ja. Und bei alten Männern ist das Problem eh immer so. Wie meinst du? Also ich kenne mich nicht aus. Da gleicht sich das besser an und deswegen funktioniert es dann auch besser. Also du meinst, sie sind schon mehr gewohnt? Oder halten länger. Okay. Ja. Okay, aber ja, ist interessant. Also, aber ja, liegt wahrscheinlich dann mehr die Dauer, der Frust für die kurze Dauer bei der Frau. Aber meinst du, es gibt auch Männer, die frustriert sind, dass es zu kurz ist? Oder meinst du, die sind glücklich? Die sind vielleicht frustriert über sich selber. Ah, ja. Das stimmt. Aha. Das stimmt. Neben der Dauer haben wir auch, hast du gesagt, die Art. Die Art und Weise. Was meinst du damit mit der Art und Weise? Naja, ich meine, man kann ja auf ganz viele verschiedene Arten sich irgendwie Spaß bereiten. Mhm. Und am Anfang probiert man ja durchaus noch ein bisschen rum. Ja. Und das eine oder andere ist spannend und alles ist erlaubt, was beiden gefällt. Mhm. Aber das engt sich mit der Zeit ein, weil irgendwann kriege ich mit, naja, das mag sie nicht so und das mag er nicht so. Und dann, krass gesagt, landet man dann halt am Schluss bei der Missionarsstellung. Das heißt, die Schnittmenge ist dann das, was beiden gefällt. Und dann ist es halt ein bisschen so, wie wenn man sagt, naja, Montag Bohnensuppe, Mittwoch Bohnensuppe, Freitag, Samstag, Sonntag Bohnensuppe und irgendwann schmeckt es nicht mehr. Aber wie entflieht man diesem Teufelskreis? Auch wieder durch Kommunikation natürlich. Aber was ist denn, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Frau sagt, also wirklich echt nur am Rücken liegen, das ist das Beste für mich? Ja, zum einen kann man schon mal überlegen, was war denn vielleicht dann das Zweitbeste? Und zum anderen, ich denke, es gibt einfach Zeiten, da geht nur am Rücken liegen. Und es gibt Zeiten, da ist man im Flow und dann geht was anderes. Okay. Das ist ja das Spannende an der Sexualität. Wenn einer sagt, jeden Tag Bienenstich oder seit 30 Jahren Bienenstich, so ist es ja nicht. Das ist ja jedes Mal anders. Da würde ich mal gern kurz ein bisschen ausschweifen. Was denkst du denn, es gibt ja im Volksmund dieses, man muss sich die Hörner abstoßen. Meinst du, das ist so? Also, dass bevor du heiratest, musst du erst mal alles ausprobiert haben? Oder ist es vom Partner zu Partner immer verschieden, was einem quält, wie gut der Sex ist und so weiter? Puh. Gute Frage. Das ist auch eine gute Frage. Also, ich denke, dass das schon dem einen oder anderen helfen kann oder die Ehe stabilisieren kann, wenn ich merke, es ist eigentlich im Großen und Ganzen da so, wie es da ist. Mhm. Also, dass ich dann nicht in der Ehe denke, ich habe was verpasst, weil ich es vielleicht vorher schon mal ausprobiert habe. Wenn jetzt ein Paar aber gut miteinander kommuniziert oder die Klippen gut umschifft, also ich kenne jetzt da bei Marriage Encounter einige Paare, die tatsächlich immer noch mit ihrem ersten Partner verheiratet sind. Und die sind katholisch, die haben da auch eine relativ eng gefasste Meinung von, was da erlaubt ist und was nicht. Mhm. Also es kann schon auch funktionieren, aber ich glaube schon, dass es für so die Otto-Normalverbraucherpaare schon vielleicht hilfreich sein kann, wenn sie wissen, mit dem anderen ist auch nicht anders. Okay, jetzt erzähle ich mal aus meinem Nähkästchen. Und zwar hatte ich eine Partnerin vorher,
mit der ich Sex hatte. Und ich merke ab und zu, also jetzt nicht während wir miteinander schlafen oder sowas, beziehungsweise am Anfang unserer Ehe war das oft so, dass so ein Vergleich stattgefunden hat, wo ich mir dachte so, hätte ich es nicht gemacht, wäre es mir wurscht gewesen. Elida ist zum Beispiel als Jungfrau in die Ehe gegangen und die hat gar keinen Vergleich. Für die bin ich der Beste. Okay. Ja, für mich bist du auch die Beste. Das ist auch kurz. Von was träumst du nach? Nein, aber meinst du, das ist gut, einen Vergleich zu haben? Weil du hast jetzt gerade gesagt, so, naja, mit den anderen ist auch nicht anders. Weil dann hast du ja zum Beispiel diesen, du hast ja gesagt, diese Vorlieben, man hat diese Schnittstelle irgendwann. Was ist, wenn mal bei meiner Partnerin oder bei meinem Partner vorher diese Schnittstelle so breit war, sage ich jetzt einmal, wie sie bei meiner jetzigen Partnerin gar nicht ist? Weil das sehe ich halt als Nachteil, ne? Weil dann hast du halt... Da konntest alles Mögliche machen, richtig. Und da ist jetzt okay. Weil ich habe auch gemerkt, also auch aus dem Nähkästchen geplaudert, wir waren, ich sage jetzt mal, lustvoller, Elida und ich, wie wir noch nicht verheiratet waren. Mhm. Also wir hatten keinen Sex vor der Ehe, wir hatten alles andere, aber keinen Sex vor der Ehe. Und da war mein Ich... Wenn ich das jetzt so sagen darf, wenn jetzt schneiden wir es raus, Elida. Alles gut. Der Lustlevel von ihr höher. Weil es nicht erlaubt war. Mhm. Sehr logisch. Deswegen. Irgendwann ist es erlaubt. Spannend. Und dann ist es langweilig. Ich habe mir am Anfang auch immer vorgestellt, was mein Vater jetzt dazu sagen würde. Also das fand ich dann schon. Also das frage ich mich jetzt nach 35 Jahren mit dem gleichen Mann zusammen nimmer, was mein Vater dazu sagen würde. Ja. Also so dieser Kick fällt jetzt leider weg. Ja, okay. Das stimmt. Aber ist klar, wenn das nicht erlaubt ist, ist das logisch. Ja. Okay. Also stellen wir schon mal fest, Kommunikation ist wichtig, weil die Dauer, meinst du, eine Frau soll das konfrontieren, ihren Mann wegen der Dauer? Du müsstest ein wenig länger schaffen auch? Ja, oder halt danach nochmal. Also du kannst ja, wenn das für dich so ist, dass das halt einfach dann relativ schnell geht, dann ist es halt so. Mhm. Aber ich würde auch ganz gern noch, ne, irgendwie. Aber was ist, wenn ich einen Mann habe, der danach beim ersten Mal ins Koma fällt? Und erst wieder dann am nächsten Morgen aufwacht. Kann ja auch sein. Ist ja auch ein Phänomen. Ich meine, muss man halt aushandeln, wie man das dann handelt. Ja. Okay. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ja. Das stimmt auch. Und die Art ist auch wichtig zu kommunizieren. Genau, du hast es schon gesagt, ich habe dich ja gefragt, wie man diese Schnittstelle vielleicht ein wenig erweitern kann, dass man dann halt das Zweitbeste auch noch ausprobiert, anstatt nur das Erste. Zu dem Thema Anpassen wollte ich noch was anderes sagen. Bitte erzähl. Das mit dem Thema Anpassen, das geht nämlich nicht nur in der Sexualität, das geht auch im Alltag. Mhm. Dass man am Anfang sich nur von seiner schönsten Seite zeigt. Und dass man versucht, so zu sein, wie der andere einen haben will. Mhm. Bei manchen Paaren hört es irgendwann auf und dann hat man so das Gefühl, man hat doch den Falschen erwischt. Und andere Paare halten das relativ lang durch. Ja. Und die verschmelzen quasi so zu so einem Einheitsding. Ne? Mhm. Ich mache nur das, was du willst und du machst nur das, was ich will und keiner zeigt Ecken und Kanten. Mhm. Ne? Das ist dann mit der Schnittmenge, dass man eben sagt, okay, wir machen halt nur noch diese eine Stellung und dann wird das Ganze langweilig. Diese Verschmelzung, das ist praktisch, das kann man sich vorstellen, wie wenn so siamesische Zwillinge, die von der Hüfte ab zusammengewachsen sind, dass da kein Sex mehr geht, das kann man sich vorstellen. Mhm. Ne? Oder wie so ein Gummiband. Wenn da zu viel Nähe da ist, dann hängt das Ding durch und schlapplig und keine Spannung mehr. Und das, also Sexualität braucht einfach Spannung. Mhm. Ne? Wenn zu viel Spannung ist, dann reißt das Gummiband, das ist auch nichts. Aber so ein bisschen Spannung soll das schon sein. Und da hilft es halt dann, dass ich eben wirklich auch mal in mich reinhöre. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Was will denn eigentlich ich? Mhm. Ja. Mhm. Ne? Was will denn ich? Ja. Wenn ich das spüre, was ich will. Ja. Und das dann nicht wegdrück, sondern dann auch sag, du, für mich passt jetzt gerade was nicht. Mhm. Ne? Und dann vielleicht miteinander überlegt, was passt. Gut, das kann schon sein, dass das den Mann abturnt, aber nachdem der Mann eher ein bisschen schneller ist, macht das ja nichts, wenn es den mal ein bisschen abturnt. Der kommt dann schon wieder.
Aber wir Männer können da echt sauer werden. Elida, wie geht's dir so, wenn du da... Ich fand es gerade voll gut, weil ich finde, das heißt Konfrontation, ne? Wenn jetzt irgendwas nicht passt oder dass das Gummiband ein bisschen Spannung hat. Wenn ich nur mache, was du willst und ja, alles für Peace sake, nur Frieden in der Ehe. Mhm. Aber es geht um, ja, ich muss auf mich hören und es laut sagen, also dir das erzählen und es ist dann Konfrontation. Du bist beleidigt und dann schreist du mich an oder keine Ahnung. Aber ist halt dieser Schritt, ne? Will ich diesen Schritt gehen, weil jetzt ist so schön zwischen uns. Mhm. Ich möchte es eigentlich nicht, aber man sollte eigentlich, ne? Man denkt so, oh, jetzt läuft's. Aber dann ist man nicht wahr zu sich selbst ehrlich, und zu uns. Du bist nicht authentisch. Paar. Ja, genau. Und das finde ich. Das ist voll gut. Aber es ist ja eigentlich schwierig. Also für, ist ich glaube schwierig? Auch vielleicht gerade für Frauen schwieriger als für Männer. Was meinst du? Naja, dieses Konfrontieren. Ja. Mhm. Weil, also, ich weiß gar nicht, ob es uns jemals passiert wäre. Also von meiner Seite nicht. Aber wenn ich während dem Akt, gut, da ist ein Mann sowieso irgendwo anders, aber dass man dann da sagt so, du ganz kurz mal noch, ich fühle mich jetzt gerade nicht so gut. Also ich weiß aus Erfahrung und selbst erlebt, dass ich da oft nicht so gut reagiert habe drauf. Mhm. Weil ich mir einfach gedacht habe, halt das noch mich, zwei für Minuten. Für mich wäre es jetzt gerade gut. Ja, genau. Ja gut, halt mal noch zwei Minuten still. Wie richtig. Behandelst du deine Frau da? Ja, egoistisch und gemein. Naja, ja. Da kann das passieren, dass die Frau sich benutzt fühlt. Ja. Und das führt dazu, dass die Frau sich zurückzieht und dass die Frau dann sagt, so nicht. Okay. Na, und dieses so nicht, das kann dann irgendwann auch mal zu Funkstille sein. Also dann ist das Thema halt einfach gegessen. Aber da muss ich jetzt auch mal uns Männer verteidigen. Also die Frau hat ja mit angefangen. Wie? Mit wo? Mit dem Sex. Also sagen wir mal, die konfrontiert jetzt während dem Sex, ja? Jetzt gerade irgendwie passt es gerade nicht. Ja. Dann ist sie ja aber schon mit mir, sage ich mal, die 5 Schritte zum Sex gegangen und hat jetzt meinen Testosteronspiegel so nach oben geschossen, dass ich gar nicht mehr umkehren kann. Aber wäre es dann nicht authentischer und ehrlicher, und das reden wir nächste Woche drüber, ob nicht das unfair von der Frau ist, dass sie überhaupt diese Schritte geht, bevor sie dem Mann nicht erst das gleich am Anfang sagt. Also weißt du, die macht den Mann heiß und vielleicht kommt es dann sogar zum Sex. Und das Ganze hätte man sich ersparen können, auch die, weil das ist ja auch für den Mann ein Zurückweisen. Im Prinzip. Weil sie sagt, so nicht. Ja, naja, nein, das mit dem so nicht meine ich jetzt eigentlich, wenn der Mann praktisch sagt, okay, ich mache jetzt das, ich habe jetzt meine, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, ne? Und ich komme zum Orgasmus, die Frau aber ist noch weit davon entfernt, überhaupt irgendwas zu spüren. Und dann fällt der Mann ins Koma bis zum nächsten Früh und wenn das der Frau ein paar Mal passiert, dann sagt sie so nicht. Ja, gut, das verstehe ich. Die Macht der Worte. Hi, hier ist KFC mit dem Song Nichts kann uns trennen. Ihr findet mich auf Spotify und Instagram. Viel Spaß! Aus der Sicht und mit den Worten von. Diese Woche bei mir Martin Dreier. Hi Martin. Hi. Wir haben, ich merke, wenn man so anfängt in einem Podcast, ist man immer erst euphorisch und man wird dann irgendwann ein wenig ernster. Finde ich gut. Ja. Wobei ich gerne auch dieses, hey toll, schön, dass du wieder da bist,
gerne beibehalten wollen würde. Aber wir waren gerade, also letzte Woche, beim Thema Drogen und dass du unter Drogen gepredigt hast, aber auch aufgrund deiner Panikattacken, was jetzt keine Entschuldigung ist, aber verständlicher. Ja. Jetzt frage ich mich, warum hast du Drogen genommen und nicht den Befreiungsdienst in Anspruch genommen? Falls es sowas gab bei den Freaks, ich weiß es nicht. Ja, also mit meinem aktuellen Buch Der Panikpastor, wo ich ja dieses Thema so ein bisschen mal in die Öffentlichkeit gebracht habe, das war ja lange Zeit mein Geheimnis, habe ich diesen Weg mit meinen Panikattacken auch so ein bisschen beschrieben und das sozusagen öffentlich gemacht, ans Licht gebracht. Mhm. Und da habe ich schon auch all das sozusagen ausprobiert. Ja, also ich war bei einem Arzt, ich war bei einer Therapie, ich habe Atemübungen gemacht und das ganze geistliche Programm, alter Falter, natürlich, ja, irgendwie dem Satan geboten und unter das Blut des Lammes gestellt, das Mikrofon unter das Blut des Lammes gestellt, mich und Gebeter im Hintergrund gehabt. Das hat auch alles ein bisschen geholfen. Mhm. Aber der große Durchbruch kam dann, das beschreibe ich dann in dem Buch, durch was anderes, aber in dieser Phase, dieser Not, in der ich wirklich steckte, habe ich halt alles Mögliche ausprobiert und genommen. Und vieles davon war natürlich im Rückblick auch falsch und auch kacke und auch nicht Jesus-mäßig, das ist schon klar. Wenn du das so erzählst, ne, also dass du Drogen genommen hast aufgrund von Panikattacken, dass du einen Burnout hattest aufgrund von, du merkst gar nicht, dass du einen Burnout bekommst, weil dir das ja auch Freude macht und sowas. Meinst du, dass Leiterpositionen zum einen natürlich immer Gefahr laufen, dass das, was dir passiert ist, auch anderen passiert oder was jetzt in Hillsong Amerika passiert ist mit Carl Lenz zum Beispiel oder sowas? Aber hast du irgendeinen Tipp, wie man sich davor schützen kann? Also vielleicht hört jemand zu, der Gemeinde mitleitet oder irgendwann Leiter werden will und der in diese Falle nicht tappen will, dass man sich überarbeitet, dass man vielleicht auch untransparent in dem Sinne ist, weil man ja Leiter ist und stark rüberkommen muss. Hast du da irgendwelche Tipps? Also jetzt wirklich so aus dem Bauch heraus. Ich habe da noch keinen Artikel zugeschrieben oder so. Zeit. Als erstes fällt mir ein halt Authentizität, ja, ein Schlüsselwort auch in der Pädagogik. Authentisch sein, das kostet Mut. Mhm. Aber wir haben zu viele Fake-Christen, Fake-Pastoren, mhm. Fake-Glaubende, überhaupt viel zu viel Fake im ganzen Glauben. Was dann in so einer Situation dann nicht standhält, ja, fromme Phrasen, mehr Schein als Sein, den Frommen am Sonntag und am Sonntagmorgen und Sonntagabend dann wieder eine ganz andere Figur, ja, also dass wir zu uns stehen, zu unseren Fehlern stehen und das auch irgendwie in der Öffentlichkeit, ohne dass wir Angst haben müssen, dass man dann uns ablehnt oder uns scheiße findet oder uns irgendwie rausschmeißt aus der Gemeinschaft. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich Burnout. Ich denke, wenn ich mir diese ganzen Hillsong-Pastor anhöre, das sind ja alles kleine Stars. Ja? Und das kenne ich auch. Du kommst auf die Bühne und kriegst Applaus, das Scheinwerferlicht knallt dir ins Gesicht und du bist voller Adrenalin. Das ist ja auch wie so ein Rausch und hast dann Erfolg, wenn die Leute nach vorne kommen oder für sich beten lassen und so. Also ich sag mal, viele Prediger sind eigentlich, wenn sie ehrlich wären, alles kleine Adrenalin-Junkies, die den Rush auch brauchen und gar nicht die Freiheit haben, sich mal zurückzunehmen und jemand anders machen zu lassen. Mhm. Ja, also dieses Personenkult-Ding, das ist irgendwie 80er, sage ich mal. Also die Gemeinden der Zukunft sollten Teams haben mit vielen Predigern, mit Laienpredigern, wo auch nicht immer nur gepredigt wird, sondern auch mal ein Film gezeigt wird oder andere Medien genutzt werden. Also dieses Personenzentrierte ist, glaube ich, kacke. Also
eine Präsidentenwahl in Amerika mit dem Trump und so, wo man ja immer versucht, da doch noch wieder so einen Staat zu installieren, den alle toll finden. Mhm. Ich glaube, dass das 80er ist und dass das in 10 Jahren, in 20 Jahren nicht mehr funktionieren wird. Ja, also die ganzen Disputen, auch Putin und so, die wird es in 20, 30 Jahren, glaube ich, nicht mehr geben. Hoffe ich auf jeden Fall. Also ja, wir brauchen mehr so Basisdemokratie und ja, Macht von unten, Macht an alle geben und so weiter und so fort. Okay. Warst du jemand, der ein bisschen Starallüren hatte, damals, also wo du Pastor warst oder Leiter? Wäre jetzt komisch, wenn ich das selber von mir sagen würde, glaube ich. Also ich kann mich da so an eine Situation erinnern, auf so einem Jesusfest auf dem Christi-Will, wo ich da gepredigt habe und anschließend standen dann tatsächlich so 10 Teenies um mich rum, die ein Autogramm von mir wollten. Und das fühlte sich total strange an, total komisch. Und ich habe das aber gemacht, ja. Also ich habe denen dann tatsächlich auf ihr T-Shirt meinen Namen draufgeschrieben und bin dann abends im Bett gelegen, habe gedacht, Alter, das war ein komischer Film irgendwie so, ja. Also ich behaupte mal von mir, dass ich immer sehr, sehr selbstkritisch war und mir auch meiner Fehler und meiner Schlechtigkeit und Sündhaftigkeit immer sehr, sehr bewusst war, bis heute bin. Und deswegen bin ich nie so starrmäßig irgendwie abgegangen. Ich mache auch immer alles falsch. Also ich war ja mal mit so einem christlichen Musiker unterwegs. Ja. Und da merke ich so, was der dann so alles macht mit seinem Büchertisch und seinen CDs. Und so, der inszeniert sich da dann auch wirklich so perfekt. Und ich, da bin ich irgendwie zu blöd, so das kriege ich nämlich nicht hin. Okay, eine meiner letzten Fragen zu Jesus Freaks ist, wie kamt ihr denn auf den Namen? Du, das war so, den haben uns andere gegeben. Also wir sind dann in St. Pauli unterwegs gewesen, in Kneipen, und haben dann da irgendwie von Jesus erzählt. Mhm. Und dann haben die gesagt, da kommen wieder diese Freaks, die an Jesus glauben, diese Jesus Freaks. Und dann haben wir gedacht, das ist ja ein geiler Name, und haben dann erst später festgestellt, dass es ja auch in den 60ern mal so eine Jesus-People-Bewegung gab, die in Deutschland dann auch tatsächlich als Jesus-Freaks bezeichnet wurde. Und der Name war einfach auch Programm, weil wir einfach schon, es ging um Jesus ganz zentral, den fanden wir cool, an den haben wir geglaubt. Wir haben nicht von Vatergott und Heiliger Geist und so, sondern wir haben immer Jesus, 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 auch zu Jesus gebetet, zu Jesus gesungen, Jesus Poster aufgehangen und so. Wir waren schon ganz klare Jesus-Fans, aber eben schon auch Freaks. Also irgendwie nicht das, was man so im normalen Chor der Mittelstandsgemeinden findet. Okay. Okay. Mittelstandsgemeinden. Meinst du, ihr wart authentischer als andere Gemeinden oder Christen? Ich hoffe ja, ich glaube schon. Also wenn uns irgendwas ausgemacht hat, dann war das, dass wir authentisch waren. Mhm. Dass bei Jesus Freaks im Lobpreis auch Leute mal gesagt haben, Gott, mir geht's so scheiße und ich habe letzte Woche einen Rückfall gebaut. Oder auch Prediger, ich glaube, das haben wir uns hart erkämpft. Es gab dann auch mal so die coolen Prediger bei den Jesus Freaks. Aber so im Gros, wenn ich es jetzt vergleichen würde mit den anderen Gemeinden, die ich in Deutschland kenne, und ich kenne eigentlich sehr, sehr viele, weil ich sehr viel rumgekommen bin, behaupte ich jetzt mal, haben die Jesus Freaks die Goldmedaille. Okay. Die Goldmedaille in Authentizität. Das passt dann schon wieder nicht. Doch, würde ich schon so sagen, auf jeden Fall. Bis heute, ich meine, was du beim letzten Mal auf dem Freakstock, wenn du die Gottesdienste da erlebst, so wie die Leute beten und drauf sind, da ist auch immer so ein bisschen Show, ganz frei sind wir davon nicht, aber ich würde schon sagen, das ist schon sehr viel authentisch, was da bei uns abgeht, weil man einfach auch sagen kann, hey, mir geht's gerade scheiße und ich bin nicht der Superchrist und bei mir laufen Sachen schief. Und trotzdem habe ich meine Hoffnung irgendwie in diesen Gott gehängt. Du hast ja das vorhin gesagt, dass bei uns Christen vieles fake ist, ne? Und wenig so an Echtheit. Warum? Also das ist ja eigentlich nicht das Konzept Jesu. Konzept Jesu ist ja eigentlich, sei so offen, wie es geht, mach dich verletzlich und lass dich vielleicht noch runtertrampeln oder niedertrampeln.
aber sei authentisch und sei echt vor mir. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass wir Christen so bescheuert sind und uns fürchten vielleicht? Das ist schon die Antwort, ne? Ja. Das müsste ich jetzt wirklich auch ganz aus dem Bauch heraus. Wir sind hier unter uns. Vielleicht gemeinsam in einem Gespräch drauf kommen. Also meine erste Vermutung ist schon, dass es irgendwie mit diesem Heiligkeitsanspruch zu tun hat, der dann immer wieder auch aufkommt in Gemeinden. Wir müssen heilig leben. Dann gibt es dann ja auch so ein paar Bibelstellen dazu. Und so wie man dann heilig leben definiert, ist dann halt moralisch gut zu leben, Kleidung. Und das ganze Leben muss dann auch so, heilig heißt dann auch immer moralisch gut. Mhm. Und das schafft irgendwie keiner, ja. Weil das schaffst du in der ersten Liebezeit, aber wir leben halt als Menschen auf dieser unheiligen Welt, und so toll sie auch ist und so schön sie auch ist, und driftet das irgendwann auseinander, so das Wollen und das Tun, Wünschen, die Realität so, ne? Mhm. Und dann flüchten wir uns in Lobpreis und in Gebet und verlieren so ein bisschen die Bodenhaftung. Und das habe ich alles auch gemacht, alter Falter, also gerade beten. Ich habe so viel gebetet. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich versucht, wirklich immer zu beten. 24 Stunden, ja. Nur Brabbel, Brabbel, oh Jesus, Schandarasser, und dann auch so Sprachengebet und alles Mögliche. Ja. Und das war doch, im Rückblick war das ein bisschen sick. Das war ein bisschen krank, ein bisschen psycho. Also ich weiß nicht, ob der Herr da sich da so dran Gefallen gefunden hat an meinem Umgebete. Ja, man versucht ja immer irgendwie mit Gott in Verbindung zu sein, ne? Und ja. Man kennt halt nur den eigenen Weg da. Das ist auch ein gutes Ziel, aber eben nicht dieses zwanghafte, ständige Rumbet. Und ich hatte dann so drei Gebete, die ich immer gebetet habe, hintereinander und so. Und hatte dann auch die Hoffnung, ich hätte mal so eine Predigt gefunden, so einen Arzt, der das gemacht hat. Und er hat das dann irgendwie ein Jahr gemacht, und dann sind 1000 Wunder in seinem Leben passiert und er hat 10.000 Euro Geschenke gekriegt und Kranke geheilt und Tote auferweckt. Und das wollte ich natürlich auch. Mhm. Und dann habe ich sogar noch mehr gebetet als er. Und es endete dann in einem, in einer Enttäuschung auf jeden Fall. Okay. Wir schließen mal ab mit Jesus Freaks, und zwar mit Freakstock. Wen war denn das seine Idee, daraus, also aus Woodstock einen Freakstock zu machen? Ich kann da eigentlich einen Namen nur nennen, Mirko Sander, der damals bei den Jesus Freaks der erste Office-Mensch und Vollzeit-Mensch war, einer der ersten auf jeden Fall. Mit dem saß ich in einem Büro, und dabei war noch Tobi und ich glaube auch Tade, noch so zwei Galionsfiguren damals. Mhm. Und da haben wir darüber gesprochen, dass wir uns alle mal treffen müssten. Und Mirko hatte da eigentlich so die zentralen, coolen Ideen, ja, und wir machen Gottesdienst, wir treffen uns wegen Jesus, und abends spielen dann noch ein paar Bands. Das war eigentlich so, das musikalisch war eher so, okay, wir spielen halt noch ein paar Bands, aber vor allen Dingen machen wir halt Gottesdienst und beten und lesen Bibel und gehen da so ganz gottmäßig irgendwie ab. Das war so das Ziel. Und da sich ja zu der Zeit sehr viele Freaks gegründet hatten und überall die Pilze aus dem Boden gesprossen sind, war das auch durchaus sinnvoll, dass wir uns mal alle treffen und sehen und uns gegenseitig aufbauen und ermutigen und so. Okay. Ich durfte übrigens auch schon zweimal auf der Bühne stehen bei Freakstock. Hey, als Musiker oder als Prediger? Musiker. Ach, krass. Ja. Also wir haben so einen Band-Contest gewonnen damals mit unserer Band, und dann war das nächste Jahr der Preis, dass man auf der Mainstage tatsächlich spielen durfte. Wie hieß die Band? True Destination. Ich glaube, wir waren nicht ganz so bekannt. Wir waren schon bekannt, aber glaube ich nur im Osten Deutschlands. Hattet ihr auch ein Tape draußen? Ja, eine CD. Hieß For Just One Reason, aber also die Qualität... Das schaffst du heute besser mit einem Laptop. Genau. Aber okay. Dass man schon am Ende noch schnell Werbung macht für die Band, das ist doch super. Gibt es übrigens heute nicht mehr.
Aber genau, was ich fragen wollte noch, weißt du, wie viel der Freakstock das jetzt 2023 wird? 25, 26, ich weiß es nicht, nee, keine Ahnung. Okay, okay. Aber war immer ein schönes Festival. Also, jetzt bin ich zu alt, aber war immer sehr schön. Ja, eingeladen worden. Wie bitte? Ich mache auf Wacken dieses Jahr wieder eine Volksbibellesung. Ah, oh, okay. Ja, da kommen der Gründer von Wacken hat mich da eingeladen, mit Daniel Benjamin zusammen machen wir eine Konzertlesung. Okay. Und das ist genau am Freakstock, deswegen kann ich da nicht hin. Schade. Würdest du gehen? Dieses Jahr hätte ich es wirklich gemacht. Ich will meinen Sohn mal mitnehmen und meine Tochter. Okay. Mhm. Aber es klappt leider nicht. Schade. Ich bin auch vergönnt. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bin eigentlich nicht so ein Rebel-Typ in meinem Leben gewesen, der Bock hatte, Leute zu provozieren und zu ärgern.